So, und ja, eine kleine Dankesagung an den coolen, schon mal sagen, Designer, nicht wirklich Designer, aber einfach an einem Abonnenten von mir. Und zwar ist das, scheiße, dass ich mir die Namen merken kann. Also ich bin Namen merken echt so schlecht. Ah, irgendwas mit LP hinten dran. Unglaublich, ja. Ich habe mir ganze zwei Buchstaben gemerkt. Ach, Clownfisch LP. Für den geilen Skin. Und zwar mal ausziehen. Ach, kein Platz. Übrigens in meiner eigenen privaten Welt, die ich mit einem Freund habe. Und zwar, wo haben wir Holzzeug? Diamanten. Voll Diamanten, aber egal. Emeralds, juhu. Nikolai, also mal reinhauen. Eigentlich gerade unwichtig. Und ja, der hat mir den geilen Skin gemacht. Der richtig geil ist. Also ich kann echt nur sagen, danke, dass du dir die Arbeit gemacht hast und so. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast ihn selbst gemacht. So wie ich das jetzt rausgelesen habe. Und ja. Schaut echt geil aus. Ups. Ja. Sogar mit Headset. Und ja. Also, wollte eigentlich schon lange mal so ein eigenes Skin machen und so. Zumindest jetzt für mich, also für meinen eigenen Charakter. Oder ja, Charakter in Anführungsstrichen. Aber bisher nie geschafft und so. Und ja. Also, cool, ich will euch noch kurz ein bisschen meine private Welt so zeigen. Und jetzt teste ich immer auch ganz gern irgendwelche Sachen und so. Die ich dann später im LP mache. Die geile Brücke hat übrigens ein Freund von mir gebaut. Wow, mir ruckelt es gerade. 24 FPS. Das Haus direkt auf dem Berg gebaut. Und das ist ein neues Texturenpack. In Anführungsstrichen neu. Werdet ihr bei den LPs oder in den ganzen LPs und so sehen. Von mir so ein bisschen eine Combo, so eine Custom-Combo, die es natürlich nirgendwo zu downloaden gibt. Wegen ganzen Lizenzen und Rechten und so. Und wenn ihr seht, ich habe auch schon mein Chatpack jetzt. Endlich. Habe ich gecheckt, wie es funktioniert. Und ja, so unsere LP-Welt. Nein, nicht LP-Welt. Private Welt. Einfach so zum Zocken zwischendrin. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe einige Texturen-Packs miteinander kombiniert. Ja, auch die Treppen noch nicht ganz stimmen teilweise. Aber ja, kommt auf alle Fälle noch was. Ist noch nicht ganz fertig. Und habe einiges dabei kombiniert. Und da unten ist ein Creeper, den wir jetzt mal ganz professionell umlegen werden. Ups, oder wo wir auch mal ganz professionell failen. Scheiße, nein! Nein. Fast nichts passiert, lol. Keine Erde dabei. Ja. Und ich werde ein Texturenpack noch ein bisschen basteln. An sich schaut schon extrem geil aus. Und oh. Ja, fail. So irgendwie war es vor, glaube ich. Sah ein bisschen komisch aus. So. Ja, ich habe das ein bisschen zum Beispiel hier ein paar Erzdinger von Spax und so und dann noch ein paar von Krytanix oder wie irgendwie so wieder heißt. Und ja. Insgesamt schaut es ziemlich geil aus. Und ja, nicht fertig. Ich will noch ein paar mehr Texturen-Packs reinbringen. Noch das. Ach, ich kann den Namen nicht merken. Ich bin sowieso den Namen merken. Sehr schlecht und ja. Also mal danke an Clownfisch LP für den geilen Skin. Mal kurz zeigen mit Diamanthose und Diamanthelm. Wie gesagt, schaut sehr geil aus. Und ja. Sorry, dass das ganze Video erst so spät kommt. Das ist die zweite Versuch, da das Ganze wieder ein bisschen gefällt hat und so und ja. Gut. Ich würde sagen, ihr seht mich wieder in den nächsten LPs und bis zum nächsten Mal.